Joho, Minecraft-Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Your Daily Dose Minecraft. So, es ist mal wieder Nacht, aber die Sonne geht wenigstens auf. Immer wenn ich auf diesen Server komme, ist Nacht. Das ist einfach unglaublich. Ich habe ein Talent dafür. Ich sollte mich da bei Next Talent anmelden. Gibt es das eigentlich noch? Es gibt doch immer solche Talent-Shows. Auf YouTube gab es auch mal dieses komische Your Talent-Show. So, die Spinne ist immer noch da draußen. Ich wollte eigentlich ja auch mal nachts raus, um Zombies zu prügeln. Aber viele Zombies sind dann auch immer nicht da. Ich glaube, da steht einer. Der wird jetzt gleich anfangen zu brutzeln. So, heutige Folge hat quasi schon mal ein Thema. Da heute mein Nintendo 3DS mit der Capture Card ankam, gibt es da nicht sonderlich viel zu sagen, zu außer... Yay! So gehe ich nicht... Achso. So muss das. Hey, ist ja auch schon bald alles gewachsen. Jetzt nur noch das Stückchen da abwarten. Und dann sollten wir mal anfangen, Wassereimer zu basteln, beziehungsweise zu nutzen. Ich habe mir auf einer Webseite, konnte man sich das bestellen. DK hat mir da den Link zugegeben. Es gibt diverse, also die heißt irgendwie, glaube ich, auch 3DS Capture Vista Pipapo. Irgendwie so hat so einen Namen. Ich kann es ja mal in die Videobeschreibung verlinken, wenn ich es nicht wieder vergessen habe, was mir prinzipiell passiert. Selbst wenn ihr mich daran erinnert, komme ich nicht auf den Gedanken, es trotzdem noch in die... ja, ne, ihr wisst Bescheid. Habe ich ein Schwert dabei? Nein. Hast du irgendwo ein Schwert für mich? Spiel, please. Schwert. Nein, das war Orientierung verloren. Hier waren die Werkzeuge. Ein Eisenschwert. Ein Nintendo 3DS mit einer eingebauten quasi Capture-Karte, die es mit einer Software möglich macht. Wo ist eigentlich die Spinne, die mal rumkreischen ist? Irgendwelche Creeper? Nein, ich sehe keine Creeper. Ich habe eine bestimmte Software, die per USB wird einfach nur der Nintendo 3DS angeschlossen. Die Software von der Firma, wo ich das Ganze auch bestellt habe, kann dann ohne Probleme das Signal empfangen, inklusive Ton und allem drum und dran. Und dann kann ich mit meinem x-beliebigen Aufnahmeprogramm zum Beispiel, mit Fraps oder halt mit XSplit oder so, halt mein Nintendo 3DS aufnehmen, das Layout. Total super. Habe mir Pokémon X gekauft, also ich habe ja schon Pokémon Y durchgespielt und so weiter und so fort und werde jetzt mit Pokémon X Livestreams machen. Die Videos werden auch nachträglich auf diesem Kanal hier hochgeladen. Deswegen gibt es auch ein bisschen neuen Sendeplan. Ne? Da werden wir jetzt nicht mehr ganz so viele Videos bringen, wie es in letzter Zeit war. Was habe ich gehört? Wir müssen uns an den Balkon machen, das sieht nicht schön aus. Das ist ein Schandfleck, Hannibal, das ist ein richtiger Schandfleck. Ja, ich weiß, das ist ein ziemlich großer Schandfleck. Das sieht gar nicht schön aus. Ich frage mich auch, wie ich es dann hinkriegen soll, dass das hier von der Panoramasicht noch besonders hübsch ist. Ja, jetzt hättest du dir vorher Gedanken drüber machen müssen. Nee, erst rausreisen immer und dann hast du die Scheiße. Ja, und ich hab den schrecklichen Ausblick. Aber das ist ja eigentlich ganz hübsch. Muss ich ja sagen, ich würde gerne noch mehr Blümchen pflanzen. Och Mensch, noch mehr Pöllen hier. Als ob ich nicht schon genug Ärger hätte mit den ganzen weißen Blumen hier drumherum. Ja, die weißen Blumen hier sind doch ziemlich viele. Wir könnten vielleicht ein paar... Ne, ich will es auch nicht... Oh, diese Kühe immer mit ihrem... Pff. So. Ich bin sehr excited. Kann ich es auch deutsch ausdrücken? Ich bin sehr aufgeregt über die Tatsache, dass ich jetzt meine Nintendo 3DS Capture Card habe, weil auch ein Projekt, das ich schon lange angekündigt habe und was ich gerne machen möchte, auf diesen Kanal kommen kann. Ein paar Leute werden sich erinnern. New Art Academy ist ja ein Malen-, Lern- und Zeichenspiel für den Nintendo 3DS, das wirklich echt gut ist, wo viel Wissen vermittelt wird. Wenn ich es spiele, könnte ich noch mehr Wissen vermitteln, abseits dessen, was man innerhalb dieses Spiels lernt. Und wenn wir das jetzt zusammen spielen können als Let's Play, der absolute Hammer. Wir werden eine Menge Spaß haben, So, ich glaube, Fackeln packe ich dann im Moment, dass jetzt die On-the-Go-Kiste ist, packe ich ja auch die Fackeln rein, die zu viel sind. Und dann kümmern wir uns mal darum, unten hier das Wasser reinzupacken. Dafür würde ich ganz gerne einen Brunnen schaffen, damit ich hier unendlich Wasser habe. Machen wir das doch mal hier einfach. Tschup, tschup. So. Ja, das mit dem unendlich Wasser geht immer noch. Wo? Deko. Deko. Wolle, Deko und Co. Glas. Dann kann das hier zu. Wir haben hier so eine Zuleitung quasi. Ja. Verstehen Sie? Ja. Unglaublich, oder? Ja. Unglaublich, wissen Sie? Verstehen Sie? Ja. Ich glaube, das ist dumm. Ich glaube, ich sollte in die Ecken Wasser setzen. Ja, so wird das nichts. Es ist ja nicht. Ich spring gar nicht auch nicht. Oh, oh, oh.
Buttonswash im Methode. Nein, ich glitsche nur an der Ecke eines Pickels fest. Okay, gut. Theoretisch betrachtet könnte man aber mit der Glitch-Methode am Rand einer Kiste... Okay, I don't care. Dann nutzen wir den Sand. Der ist leicht abzubauen. Das stört auch niemanden, wenn man da Sand benutzt. So. Aber dann müsste ich, glaube ich, nicht überall Wasser reinfüllen, sondern nur an die richtigen Stellen. Und dann müsste sich das... Oder auch nicht. Aber jetzt hat sich hier schon mal ein unendlicher Wasserfluss gebildet. Das ist gut. Dann kann ich nämlich da ganz entspannt das rausnehmen und dann hier halt zum Beispiel reinfüllen. Da reinfüllen. Da. Ja, geht doch. Moment, nee, Moment, das kann ich ja wieder nicht. Gut, dann halt hier. Also das hat vorhin geklappt. Da war ich vorhin auf der Kiste, das weiß ich. Im richtigen Moment springen. So, hier alles ruhig. Unendlicher Wasserfluss kreiert. Zack und zack und zack und zack und zack und zack. Jo, das sieht doch ganz gut aus. Dann können wir das gleich jetzt da drüben machen und das hier erstmal wieder abreißen. Weg mit Ihnen, Mr. Kobble. Kobbeladi, Kobbelada. Jetzt ist die Musik wieder weg und es ist so still hier im Hintergrund. Ich weiß ja nicht, ob ich dann noch andere Projekte aus der Nintendo 3DS-Szene spielen werde. Wichtig war mir jetzt eigentlich erstmal Pokémon. Was da sonst noch eventuell kommen könnte dann als an Projekten, das weiß ich nicht. Hab ja auch nicht ewig Zeit. Nintendo 3DS-Projekte sind vielleicht auch nicht immer so der grafische Hammer, dass jetzt ihr jetzt immer sagt, oh yay, juhu. Mensch, aber das New Art Academy, das wäre sehr interessant, weil es so ein bisschen das, was ich ja mit meinem Zeichenkanal gemacht habe, auch wieder bringt. Wo wir schon über Talente geredet haben, übrigens sehr schönes, vieles Feedback bekommen zur Musikfolge. Wir werden uns also das Thema Musik bald vornehmen können. Mache ich, glaube ich, nächste Folge dann. Ich kann halt ziemlich viel über die Mechaniken des Zeichnenlernens sagen. Bleibt das dann eigentlich? Ja, ist auch unendlich. Weil ich halt einfach es gab einen bestimmten Punkt, da habe ich mich richtig reingekniet in Techniken und Art und Weisen zu lernen und das Verständnis dafür. Ja Mensch, das mit dem, dass es da ein Grün ist dahinter, habe ich mir irgendwie auch anders vorgestellt. Man kann ja nicht durchgucken, man sieht ja dann nicht dahinter, dass es direkt grün ist, ne? Was ich auf jeden Fall noch machen müsste, ist die Decke rausreißen. Das hätte ich vielleicht mal machen sollen, bevor ich das alles mit Wasser gefüllt habe. Weil dann muss ich mich jetzt auch überall hier so auf so Sandhäufchen stellen und anfangen, hier die Decke rauszureißen. Und das Zeug fällt alles ins Wasser. Und es wird eine Weile dauern, bis das da despawned ist. Und nachher fällt noch was anderes aus dem Wasser raus. Irgend so ein Creeper oder so. Vielleicht mache ich dann hier noch irgendwas rein, dass man erhöht draufstehen muss. Bin ja mal gespannt, ob euch sowas wie New Art Academy überhaupt interessiert. Also halt zeichnen lernen, zugucken, wie jemand anders zeichnet, ein Verständnis dafür aufbauen. Ich bin der festen Überzeugung, man kann jedem Zeichnen beibringen, wenn nur die richtigen Techniken stimmen. Und das sollte eigentlich gerade bei New Art Academy wirklich gegeben sein. Ihr braucht da gar nicht dieses Spiel besitzen, um quasi mitmachen zu können. Ihr müsst quasi nur die Lektionen und die Regeln dort mitbefolgen, könnt mitarbeiten. Auch wenn ich sagen muss, es ist wirklich ein schönes... Ja, was heißt Spiel? Es ist ja mehr so eine Art, ja, wie so ein großes Tutorial, zeichnen lernen halt. Das macht schon verdammt viel Spaß. Also ich habe das immer gerade, wenn es mir zwischenzeitlich einfach mal so richtig langweilig war und ich gedacht habe, was machst du jetzt? New Art Academy, echt eine Empfehlung von mir. Auch einer der Gründe, warum ich mir Nintendo 3DS gekauft habe, nicht nur wegen Pokémon. Oh, da geht's ja schon raus. Großartig, Anni, großartig, großartig, wirklich. Wirklich großartig. Habe ich schon erwähnt, dass es wirklich großartig ist? Hey. Kein Kommentar. Ich schmeiß immer die Sachen aus meinem Inventar raus, ne?
So, wie gesagt, Pokémon X wird es jetzt bald Livestream geben. Dann gibt es natürlich auch ein Ankündigungsvideo dazu und weitere Informationen und Fakten und wie und was und wo und warum und wann läuft das alles. Und ich kann jetzt schon mal gleich verraten, dass ich 100 pro keine regelmäßigen Zeiten dafür haben werde, sondern dass dann auch so Streams sind, die dann halt starten, wenn sie starten und die man dann halt einfach nachträglich gucken kann, weil ich sie auf YouTube hochlade für all jene, die es verpasst haben. Ich werde auch nicht so mega überkommunikativ dann immer sein können, dass wir ständig nur Chatgespräche haben, also wird es dann auch nicht so langweilig, wenn ihr nicht dabei wart, also wenn ihr halt gerade nicht im Chat quasi mit anwesend sein konnt, also das Nachgucken auch nicht so das Problem. Trotzdem will ich es halt wirklich auch als Community-Projekt auf meinem Stream-Kanal laufen lassen, sodass ihr erstens mal versuche ich euch alles beizubringen, was man über Pokémon wissen muss. Selbst wenn man totaler Anfänger ist, kann man also sich diese Livestreams gucken und selbst wenn man keine Ahnung von Pokémon hat, das kriegt ihr alles erklärt in den ersten Folgen. Wir tauschen Freundescodes aus, weil dieser Nintendo 3DS ist halt ein extra System. Ja, das ist ein extra System. Ich habe ja jetzt 2. Das war auch der ganze Plan dahinter, dass ich auf dem einen nur meine echten Freunde habe und auf dem anderen, klingt so doof, wenn ich sage echte Freunde, also Leute, die mir die was bedeuten, die sind auch mit mir befreundet auf meinem Pikachu Nintendo 3DS sozusagen. Und der ganze Rest Abonnenten-Zuschauerkram kann dann auf den anderen DS mit dem Freundescode gelistet werden. Wir haben dann da die Möglichkeiten, in der Freundschafts-Safari ordentlich Spaß zu haben. Ihr wisst, wer Pokémon XY gespielt hat, weiß, was ich damit meine. Untereinander tauschen, DV-trainierte Pokémon, EV-trainierte Pokémon, all diesen ganzen Kram, alles, was man so braucht, alles, was man so machen kann. Mal gucken, ein bisschen Erde wenigstens hier rausholen kann. Ein bisschen wenigstens. So, dass wir auf jeden Fall eine lustige Zeit haben werden. So, Grünzeug, Blumen und Hamham. Mohn. Pfingstrosen waren, glaube ich, zu groß, als dass ich die da reinpacken könnte. Ich bin mir nicht sicher. Das waren ja sehr hohe Sachen. Ein bisschen Tulpen, weiße Blümchen. Dann haben wir hier jede Menge Gras. Die Dinger haben wir auch noch. Dann müssen wir das gerade mal austauschen hier. So. Gleich fange ich übrigens an zu hungern. Weil ich mich mal wieder sehr darum gekümmert habe, was zu essen zu haben, Nord. Ja, gut, die sind hoch, ne? Dann kann ich dann da halt nichts mehr reinpflanzen. Das ist natürlich doof. Toll, jetzt liegt das da hinten. Glas. Sind sie mal so nett? Ich muss noch mal ran. Ich muss noch mal ran, ne? Weil ich da ran muss. So sich nicht abtreiben lassen. Steht. Na. Weil dann können hier solche Sachen können dann dahin. Pflanzt man halt hier nur die kleinen Blümchen. Und dann packen wir dazwischen Knochenmehl vielleicht noch ein bisschen, damit noch was wächst. Wenn das dann noch mit Knochenmehl alles funktioniert. Wo haben wir denn Monster-Items? Haben wir ja nicht mehr so viel, oder? Moment, das hätte ich, dann habe ich vielleicht als Färbemittel das Knochenmehl. Gucken wir mal, wie das läuft. Schnupp. Dass man dann hier, ja, da wächst dann immer noch gut was. Naja, wenn man im richtigen Moment springt, muss das hundertprozentig gehen. Das muss gehen. Das muss gehen. Nachher verpacke ich mich noch und sterbe. Aha, sag ich doch, das muss gehen. So. Hier noch was dazwischen ballern. Nein, das wollte ich gar nicht. Ich habe eigentlich was anderes angeguckt. Aber das Spiel so. Nö. Trollolololo. Na, verpackt. Na gut. Immerhin habe ich es einmal hinbekommen. Jumping-Puzzle, die nur aus solchen Sachen bestehen, die finde ich übrigens auch immer extrem ätzend. Adventure-Maps, das möchte ich auch nochmal machen. Ich möchte auch nochmal gerne Adventure-Maps durchgehen. Auch Community-Adventure-Maps quasi. Also Sachen, die ihr mir schickt. Ich will das aber so handhaben, dass... Also ihr könnt mir gerne immer Adventure-Maps schicken, aber nicht per PN oder sonst was. Ihr müsst auf jeden Fall auf eurem Kanal zu der Adventure-Map, die ihr gebaut habt, einfach ein Video hochladen, in dem ihr diese Adventure-Map vorstellt, zeigt, was die kann. Und dann müsst ihr einfach da den Download-Link halt in der Videobeschreibung quasi stehen haben. Weil ich suche mir das nicht extra raus. Ich gucke, ich sehe gleich anhand des Videos, ob das Bockmist ist oder ob es gut aussieht. Und such mir dann anhand eurer Kommentare, hey, ich habe eine Adventure-Map auf meinem Kanal, Honey, wenn du die spielen magst, bitte. Weil ich möchte auch in Daily Dose Minecraft-Adventure-Maps bringen. Das ist so mein Vorkommen. Wir könnten natürlich schon, dass das noch so eins höher geht quasi. Ich
bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich habe so ein paar Ideen, die hätte ich mir vielleicht vorher überlegen sollen. Stand jetzt, dass ich das nachträglich alles machen kann. Das führt nämlich nach draußen hier. Aber das ganze Haus ist ja auch nicht komplett so. Aber dann hätte man Außenlicht quasi noch. Wenn man das mit Glas auskleidet. Wir müssen uns mal von außen einfach angucken, wie das aussieht. Außerdem muss man ja mal Experimente wagen. Ich sag ja, ich hätte das machen sollen bevor, ne? Ja. Aber das ist ja kein Problem, sich das anzugucken. Sei denn, ein Creeper fällt jetzt da rein und explodiert. Dann haben wir natürlich schon ein Problem, uns das anzugucken. Ich mache jetzt einfach mal hier so eine ganze Riege. So ist es auch mit dem Creepern kein Problem, wenn ich da ein bisschen Abstand halte. Oh, ja, bauen muss man nur noch können, ne? Das wäre schon geil. Ah, Map wurde gespeichert. Es ist auch mal wieder Zeit, den Part zu beenden, schon wieder so lange rum. Heute haben wir mal nur über Projekte und solche Sachen gesprochen, aber das muss ja auch mal zwischendrin sein. So, weil dann müsste ja das Gras da noch einen hochwachsen. Sieht ja dann vielleicht ganz hübsch aus. Vielleicht, wenn wir auch später mal Better Grass oder so ein Zeug da drin haben. Dann müsste man da oben ja auch noch Sachen drauf pflanzen können. Wäre das vielleicht so ganz lustig. Ich finde das eigentlich ganz nett hier drin. Also das sieht halt so ein bisschen romantisch aus, ja. Bisschen Romantik. Und ich könnte mal im Bett schlafen gehen, haben wir schon so lange nicht mehr gemacht, ey. Und dann ist es auch mal Tag draußen. Na, das wird wahrscheinlich nicht gehen, weil hier offen ist, oder? Oh, Gott sei Dank. Ja, ich habe schon wieder Monster nicht geprügelt, aber ich habe jetzt eh gerade nichts zu essen, dann nützt das auch nichts mit dem Monster prügeln und dann hat das jetzt alles geklappt. Da draußen ist hell, die Baumschafe mähen, die Bäume wachsen. Oh, unser Weizen ist fast komplett fertig, den können wir unbedingt mal abernten. Und dann gucken wir mal, wie das unten aussieht bei Tageslicht. Huch. Ja, das hätte doch was. Das hätte was. Jetzt müssen wir uns das Ganze noch von außen angucken. Und hoffen, dass da nicht der böse Creeper irgendwo ist. Das sieht doch sehr seltsam aus. Würde dann hier weiter entlang gehen. Creeper? Creeper irgendwo? Creeper? Günther, hast du einen Creeper gesehen? Was? Ich soll den Creeper gesehen haben, du. Ist mir doch scheißegal. Ja. Halt, das ist ein nach da. Wir würden quasi... Wir würden hier quasi... Ja, ich kann halt nicht beurteilen, ob das so eine gute Idee ist, ne? Das muss ja auch weg. Können wir mal von außen rangehen. Die Schaufel ist eh gleich kaputt. Wenn mir jetzt hier ein Creeper reinfällt, dann drehe ich mich aber echt auf, du. Es sind doch irgendwie kaum Monster da. Und es ist nicht so, dass ich die irgendwie aushab oder so. Ja, das führt dann direkt unserem Haus durch. So einfach wird das dann nicht funktionieren. Und ich werde gleich hungern. So, wenigstens mal reingehen hier. Rein, wenigstens kann dann kein Creeper hier reinfallen. Ich schnapp mir jetzt mein Brot, hau mir das hinter die Binde würde sagen, wir sehen uns dann wieder in Tag 31 an Mittwoch und ich bedanke mich fürs Zusauen, schweint schön weiter. Bye!